Die Promi-Dichte bei Freizeit Live im Gartenpalais Liechtenstein war hoch. Selbst der renommierte Künstler Gottfried Hellenwein ließ es sich nicht nehmen, extra aus Irland anzureisen, um das 35. Jubiläum der Kurierfreizeit zu feiern. Hellenwein ist bekannt für seine tiefgründige Kunst und seine polarisierende Persönlichkeit. Ich habe mich nie damit abfinden können, dass mir irgendwelche Autoritäten, selbsternannte Autoritäten erklären, wie die Welt ist, was man denken soll, was man nicht denken darf, was man tun und lassen soll. Das hat mich schon in der Kindheit gestört, in der Schule. Ich akzeptiere das nicht. Das heißt, ich schaue mich selber um, mache meine eigenen Erfahrungen, ziehe meine eigenen Schlüsse und denke meine eigenen Gedanken. Hellenwein erinnert sich mit uns auch zurück an seine Kindheit in Wien und seine damaligen Träume. Die frühesten Kindheitserinnerungen waren einfach, wie soll man sagen, der Schreck, dass ich da geboren wurde. Ich habe mich umgeschrieben und dachte, da gehöre ich nicht hin, da ist irgendwas schiefgegangen, das ist alles hässlich, alles grau, die Leute sind so grantig, die Erwachsenen. Und da war wirklich nichts, womit ich mich identifizieren konnte, bis zu dem Tag, wo ich eben mein erstes Mickey Mouse Heft geöffnet habe, wo ich 5 Jahre alt war. Und es war tatsächlich so eine Zäsur, das hat sich in dem Moment alles verändert. Ich habe das erste Mal Entenhausener Boden betreten. Das erste Mal habe ich eine dreidimensionale Welt wahrgenommen. Alles war farbig. Also das erste Mal habe ich gemerkt, es gibt Farben. Und ich konnte die Texte noch nicht lesen, aber ich habe die Bilder gelesen, die Geschichten. Und eben von dem Moment an war mir klar, dass das Leben einen Sinn hat. Ja? Und meine Sehnsucht war immer eigentlich die Sehnsucht nach Entenhausen. Ja? Da zu leben. Ja, ich meine, ich habe das ja in mir, ich trage das in mir, Entenhausen, ja. Ja, es hat mir gut gefallen, weil man dort, dort war alles viel klarer und viel logischer, ja. Und vor allem, wenn dort die Bösewichte dort waren, viel angenehmer als die in der realen Welt. Bei den Panzerknacker erkennt man sofort, ja. Und die waren nicht annähernd so bösartig wie manche Menschen, ja. Das heißt, es ist zweifellos eine bessere Welt. Er erzählt uns auch über seinen Alltag im Atelier und sein Leben in Irland. Ja, ich höre Musik dabei und in letzter Zeit mehr und mehr Hörbücher, weil das Gute ist, bei dieser Technik, die ich habe, die so aufwendig ist, wo ich stundenlang dastehe und male, ist das eine gute Möglichkeit, einfach unglaublich viele Bücher zu hören, statt zu lesen. Und das finde ich eine gute Erfindung, also ganz fantastisch. Und ich kann mich sehr gut konzentrieren auf akustische Sachen, während ich mich beim Malen nur auf das Visuelle beschränke. Es geht, komischerweise. Was hören Sie zum Beispiel gerade? Was höre ich gerade? Ja, manchmal muss ich zugeben, mehrere Sachen abwechseln. Jetzt habe ich gerade Alexandre Dumas, The Confessions of a Physician heißt das, was wirklich interessant ist. Aber in Irland ist es ja so, wo mein Hauptwohnsitz ist, wo wir leben, dass dort alle Musik spielen. Also jeder kann ein Instrument und in Countryside, wo wir sind, in jedem Pub, kleinen Dorfpub, kommen die Leute mit Instrumenten und singen und spielen, sagen Gedichte auf, tanzen, wie vor 1000 Jahren. Also das ist das einzige Land, das ich kenne, wo diese Tradition nicht abgebrochen ist. Und auch Kinder machen da mit. Ja, und meine Frau hat auch begonnen, Musik zu spielen und kennt alle irischen Lieder und singt jetzt auch, also hat sie nie vorher gemacht. Es ist sehr ansteckend da. Also nur ich bin resistent, ich singe nicht und tanze auch nicht, aber wir haben bei uns in unserem Haus auch oft Feste, wo dann viele Musiker kommen und Dichter und wo wir. Gerade in Krisenzeiten spielt Kunst für ihn eine bedeutende Rolle. Wo die Leute so gespalten sind, wo so viel Hass erzeugt wird durch Propaganda, wo Länder einander hassen, Ethnien einander hassen. Kunst die einzige Chance ist, eine Brücke darzustellen. Natürlich dürfen Geburtstagsglückwünsche zum Abschluss nicht fehlen. Ich wünsche ihm, dass er noch 3500 Jahre Geburtstag feiert, weil was ich gesehen habe, ist wirklich etwas, was ganz wichtig ist in der heutigen Zeit. Weil die Medien ja fast immer nur über negative Sachen berichten. Und ich habe den Eindruck, jetzt, was ich da gesehen habe, dass der Freizeitkurier, also Marlene Auer, da etwas ganz Wunderbares gemacht hat, eine hervorragende Journalistin. Aber man sieht, dass sie sehr, sehr viele Menschen inspiriert. Und wenn ich mich umschaue, sehe ich, dass das also nur fröhliche Gesichter. Und das ist eine große Leistung in der Zeit jetzt.